Die Tokyo 2300 ist ein DC-Wick-Schweißgerät mit 200 Ampere Leistung. Dank der Hochfrequenzzündung und einer Pulsfunktion können Sie eine Vielzahl von professionellen Schweißarbeiten durchführen. Ihre eingestellten Jobs lassen Sie auf neuen Speicherplätzen abspeichern und sind jederzeit abrufbar. Im MMA-Modus können Sie bis 170 Ampere Elektrode schweißen. Mit Hot Start, Arc Force und Anti-Stick-Funktion. Zum Lieferumfang gehören ein WIG-Schweißbrenner WP17 in 4 Metern Länge mit 9 mm Dorn, 5-poliger Steuerleitung und einer Schutzgas-Schnellkupplung. Eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Ein Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Ein Schutzgasschlauch mit 2 Schraubschellen. Ein umfangreiches Zubehörpaket bestehend aus je einer Gasdüse der Größe 4 bis 7, einer kurzen und langen Brennerkappe und jeweils 2 Spannhülsen mit Gehäuse in den Größen 1,6 und 2,4 mm sowie eine gerätespezifische Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Um das Gerät in den Betrieb zu nehmen, montieren Sie zunächst den Schutzgasschlauch. Dafür das Ende vorher leicht erwärmen, damit das Material weicher wird. Somit lässt sich der Schlauch leichter über den Anschluss schieben. Das Gerät ist für eine Montage mit einer Druckluftschnellkupplung vorbereitet, die aber nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die andere Seite vom Schutzgasschlauch verbinden Sie mit Ihrem Druckminderer. Vor der ersten Benutzung wird empfohlen, den Schlauch auf Dichtigkeit zu überprüfen. Die Montage des Schweißbrenners zeigen wir Ihnen an der London 2400. Um den Schweißbrenner zu montieren, wird zunächst die Steuerleitung aufgeschraubt. Achten Sie auf die Position der Führungsnase am Stecker und ziehen diesen handfest an. Der 9 mm Dorn kommt in den Negativschweißstromanschluss. Danach der Schnellkupplungsstecker, bis er hörbar einrastet. Die Erdungsklemme stecken Sie in den Positivschweißstromanschluss. Wichtig: Für die Inbetriebnahme des Schweißbrenners benötigen Sie je nach Anwendung unterschiedliche Wolframelektroden in unterschiedlichen Durchmessern, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Zudem ist auch der Anschleifwinkel der Elektrode für Ihre Anwendung entscheidend. Prüfen Sie, dass Ihre ausgewählte Elektrode durch die Spannhülse passt und keinen Spiel hat. Die Spannhülse sowie das Gehäuse sind beschriftet mit dem Durchmesser der passenden Wolframelektrode. Schrauben Sie das Spannhülsengehäuse von unten in den Schweißbrenner und stecken Sie danach von oben die Spannhülse ins Gehäuse. Danach kommt die Elektrode, die ca. 2 bis 3 cm aus dem Spannhülsengehäuse raussteht. Mit der Brennerkappe wird die Elektrode fixiert. Je nach Anwendung wird nun auch die Gasdüse ausgewählt und aufgeschraubt. Anschließend können Sie die Elektrode noch fein einstellen, wie weit die Elektrode aus dem Gehäuse herausragen soll. Werfen wir nun einen Blick auf die Einstellungsmöglichkeiten. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird Ihnen im Display der eingestellte Schweißstrom angezeigt. Oben rechts in der Ecke finden Sie die Überhitzungsanzeige und die Betriebsanzeige. An der ersten Taste darunter können Sie von 2-Takt auf 4-Takt-Modus umschalten. Darunter können Sie zwischen MMA und WIG umschalten. Unten rechts in der Ecke schalten Sie die Pulsfunktion ein oder aus. Unten links finden Sie den Jobspeicher mit 9 Speicherplätzen. Darüber sind die Einstellungen Hot Start Zeit, Stärke und Arc Force. Über den Einsteckknopf lassen sich nun weitere Einstellungen vornehmen ohne die Pulsfunktion. Die Hauptstromstärke von 10 bis 200 Ampere,
die Stromabsenkung von 0,1 bis 10 Sekunden, der Schlussstrom von 10 bis 200 Ampere, die Gasnachlaufzeit von 0,1 bis 10 Sekunden, die Gasvorlaufzeit von 0,1 bis 5 Sekunden, den Startstrom von 10 bis 200 Ampere, den Stromanstieg von 0,1 bis 10 Sekunden. Wenn Sie die Pulsfunktion einschalten, können Sie zusätzlich noch folgende Einstellung vornehmen: die Grundstromstärke von 10 bis 200 Ampere, die Pulsdauer von 10 bis 90%, die Pulsfrequenz von 1 bis 200 Hz. Wenn Sie Ihre Einstellung vorgenommen haben, können Sie nun durch den Drücken der Save-Taste Ihren Job speichern. Wählen Sie dafür einen von 9 Speicherplätzen aus und drücken Sie die Save-Taste. Nun ist der Job gespeichert. Wenn Sie dann das Gerät verstellen und auf die Job-Taste drücken, wird durch erneutes Drücken der Job-Taste der gespeicherte Job am Gerät wieder eingestellt. Klemmen Sie den Elektrodenhalter an den Negativschweißstromanschluss. Und die Erdungsklemme an den Positivschweißstromanschluss. Zum Elektrodenschweißen schalten Sie vom WIC-Modus in den MMA-Modus. Über den Einstellknopf lässt sich der Schweißstrom von 10 bis 170 Ampere verstellen. Durch Drücken des Einstellknopfes gelangen Sie in das Untermenü, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hotstart-Stärke in Ampere von 1 bis 10. Hotstart-Dauer in Sekunden von 1 bis 10 Sekunden. Arc-Force, Verstellbereich von 1 bis 100 Ampere. Wichtig: der eingestellte Schweißstrom und Arc-Force können zusammen maximal 170 Ampere leisten. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!